Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir haben das ganze Inventar voller Klimbim, vor allen Dingen voll momentan mit... Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Voll mit irgendwelchen Tieren, die wir mal langsam aber sicher verkaufen könnten. Und wir könnten auch mal anfangen, den ein oder anderen Trank zu benutzen. Aber jetzt begebe ich mich erstmal nach Hogsmeade. Und da müssen wir... Wo ist der Tierladen? Was haben wir denn hier? Auch noch eine Quest. Ein Kobold in der Nähe der westlichen Brücke. Können wir eigentlich auch mal so eine kleine Nebenquest machen, oder? Aber erstmal geht's zu Schnabel und Brut. Ich habe beinahe gesagt, um die Getränke zu verkaufen. Nein, um eine ganze Menge Tiere zu verkaufen. Wenn sich ein schwarzer Magier. Dann widmen wir uns hier mal der Trollquest. Lange keine Trolls mehr gesehen im Spiel. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ja, kann ich mitleben. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Guckt euch das mal an. Teils gesammelt, teils gezüchtet. Ich weiß, mir fehlen noch eine ganze Reihe von... Ach, guck mal hinten, die Kröte. Eine ganze Reihe von Tieren, die ich noch gar nicht kenne und noch gar nicht in meiner Sammlung habe. Ja, aber sei es drum. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Ich würde ja gerne eine Besenverbesserung kaufen, aber irgendwie geht das nicht. Und ich habe keine Quest mehr für Rennen, ob ich da manuell irgendwo vielleicht hinfliegen muss. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Na klar, irgendwann komme ich auch wieder. Danke, dass ich meinen Sack bei dir entleeren durfte. So. Was jetzt? So, hier war es Aussehen. Besenknecht Sonntagsstart. So, hier ist auch noch eine Quest. Fleckenentfernung. Eine Hufflepuff am Wasser, wie ich man möchte. Offenbar, dass man ihr einen Gefallen tut. Mal sehen, was sie will. Okay, da habe ich bis jetzt so gar nicht drauf geachtet, dass wir ja hier noch Quests in Hogsmeade offen haben. Aber das können wir ruhig mal machen. Rette Biscuit. Komm, wir retten Biscuit. Was auch immer das für uns am Ende bedeutet. Na gut, nachdem wir einen Troll ja vernichtet haben, wäre es nur recht und gerecht, wenn wir zur Abwechslung mal einen retten würden. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzubereiten. Revelio. Ich freue mich, dir diesen Gefallen tun zu können. Was sind das? Ein Unterbrückentroll oder was? Keine Ahnung. Biscuit, ich finde schon eine Lösung. Garnuff, hallo, grüß dich. Was ist denn dein Problem? Hallo, ist alles in Ordnung? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Mondkalb, okay. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Garnuff, bloß Garnuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Wahrscheinlich soll ich helfen. Was habe ich denn da vom Troll gelesen? Also einem Kobold soll ich helfen. Und letztendlich geht es um einen Mondkalb. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Kann man denn sein Tier Biscuit nennen? Jetzt habe ich irgendwie Hunger. Aber keine Sorge, nicht auf Mondkälber. Warum haben Sie denn überhaupt einen Mondkalb als Haustier? Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen.
Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Okay, ich werde mich mal umgucken. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Garnov. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Aber sicher wirst du das. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen... So, wo ist Biscuit denn? Ach, du liebe Zeit. Biscuit ist ganz schön weit weg. Ich denke, wir sollten auf dem Weg nochmal gucken, was hier für eine Quest ist. Fleckenentfernung. Das liegt ja alles auf einem Weg. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Revelio. Sammeln wir mal beide Quests auf einmal ein. Mache ich normalerweise nicht so gerne. Aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Komm, du lässt mich hier nicht drüber. Komm schon. Okay, wir hätten auch ganz normal den Weg hier nehmen können. Ich vergaß. Hallo. Entschuldige, tust du mir einen Gefallen? Wie wär's erstmal mit Hallo und wie du heißt? Du kannst ja nicht wissen, dass dein Name über deinem Kopf steht, oder? Hallo. Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Was? Wie herablassend. So. Wie großzügig. Sagt aber nicht, das ne? War noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Was? Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Bubotubler-Eitercreme. What? Was genau sind Bubotubler? Ekelhafte Dinger, wirklich. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Sie stinken übel und bewegen sich wie von selbst. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Ist das so? Bin mir da nicht ganz sicher. Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht reinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, Schönheitstränken gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Willkommen bei Bubos Beauty Palace. Oder wie hieß die Dame? Ich versuche ein paar aufzutreiben. Ich versuche ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima. Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen müssen. Das war wenigstens ehrlich. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los. Die pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Weißt du doch schon, dass es das Risiko nicht wert ist, oder? Aber wenigstens ehrlich, ich könnte selber gehen, aber ich will nicht.
Das macht sie mir schon wieder minimal sympathisch. So, Weltkarte. So, Fleckenentfernung. Bubutubler. Was gibt's denn hier noch? Die Höhle des Flüchtigen. Dann ist hier wohl der Eingang zum Sumpf an der Nordfurt. Hier wäre der Eingang zum, warte mal, Upper Hoxfield und überall Quests, Quests und nochmal Quests. Ach, guck mal, dann wäre ich ja auch in der Nähe von Feuer und Sünde. Der nächsten Hauptquest. Aber ich muss ja auch noch Biscuit finden, ne? Ich gehe mal hierher und dann von da zu Fuß hier runter. Hier gibt es noch ein bisschen Magie. Okay. Sumpf an der Nordfurt. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, ein Titel von den Ärzten. Die haben doch auch mal irgendwas mit Eiter gesungen, nicht wahr? Revelio. Ich habe bei einem Dorf einen Derrick-Hall-Bau entdeckt. Hat mir Bilder, einiges verloren. Protego. Ach so lang. Welche Wildra mache ich fertig? Confingo! Bombarda! Defindo! Du! Confingo! Jetzt! Bombarda! Protego! Du! Confingo! Defindo! Verdammt, ein Wilderer immer. Revelio. Wollte doch eben noch. Ach da, Truhe. Nichts mehr? Keine gefangenen Tiere? Revelio. Schönchen. Wo waren noch mal... Man kann viel vom Wetter lernen. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Wer sich mit mir anlegt, landet in 10 verschiedenen Gräbern. Okay, das ist nochmal irgendeine andere Quest hier unten. Das ist doch nicht die Bubu-Dubler-Test, ne? Quest. Ne, die kommt da rechts noch. Eigentlich mal kurz mit dem Besen rüberfliegen. So, zum verbotenen Wald. Na? Controller? Okay, reagiert nicht. Ging das denn nochmal mit Maus und Tastatur? Irgendwie so, ne? Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also wo sind diese Bubu-Tubler? Ein Stück. Ach, bin gleich bei ein paar Hunden gelandet, oder was? Sehr vertrauenserweckend. Revelio. Was, ein Waldtroll? Muss ich mich da mit dem einlassen? Nicht unbedingt, oder?
erfahre noch mal meine Fallen. In Sommer oder in Abend. Zeigt er mir denn irgendeinen Weg an? Nö. Protego! Kotzringo! Vielleicht solltest du auf. Und was ist los hier? Dunkler Straßenköter? Was ist das hier? Blut und Saft. Revelio! Er macht das schon. Was ist das hier? Das ist doch bestimmt ein Bubu-Tubler. Jawohl. Oh, das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Protego! Stufe! Bombarda! Konnte du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich möchte nur meine Bubu-Tubler sammeln. Weiter nichts. Revelio! Foltere einen brennenden Gegner, okay? Könnte ich mal versuchen. Wehe, das macht nicht die ganze Schule pickelfrei, was ich hier mache. Revelio. Sind noch zwei. Natürlich muss das da beim Waldtroll sein. Na toll. Ein Troll. Na toll, ein Troll. Der mich aber ganz in Ruhe lässt, oder? Mal dein Ding hier. Das sollte reichen. Ich sollte besser zu Sakarissa zurück. Genau. Ja, meine Bubu-Tubler. Der Troll soll mal Troll bleiben. So, die war in Hogsmeade. So, Flickentfernung hier oben. Flecken entfernen, das trifft es nicht wirklich, oder? Für irgendwelche Eiter-Dinger auspressen. Revelio! Komm, brechen wir noch schnell ein. Hallo, Homora! Hat er sich ja nichts dagegen, wenn die Folge ein bisschen länger ist, oder? Kommt immer noch nicht über die Quest hier. Was haben Revelio? Demigeist. Dann warten wir natürlich noch auf die Nacht. Du gehörst mir, Demigeist. Okay. Das ist ein identifizierter Gegenstand. Halt, ich habe am Anfang gedacht, das würde heißen, es wäre halt nicht ein identifizierter Hals, wenn ihr versteht, was ich meine. Revelio. Hopfen und Malz, Gott erhalt. Aber das ist wieder was anderes. So. Zeit, die Bubu-Quest abzugeben. Sei mir gefälligst dankbar. Unendlich dankbar.
Hast auf mich gewartet? Okay, bitte sehr. Sakarissa, ich habe die Bubotubler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Das sind Bubotubler, sowas wie frühzeitliche YouTuber. Ein wenig Mühe war es schon. Von Trollen hattest du nichts gesagt. Ich finde, du solltest mich besser bezahlen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie mich bezahlt hätte. Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend, als gezwungen zu sein, die hässlichen, fettigen Pusteln unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Ja. Danke. Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Leckentfernung. Hier 500 Tacken. Also es lohnt sich, arschig zu sein in dem Spiel. Es hat sonst keine weiteren Auswirkungen. Vielleicht reagieren die Leute nicht so gut. Aber ein guter Tipp ist, arschig sein, wenn es um die Belohnungen geht. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht so leicht fallen mag. Bei ihr fiel mir das jetzt allerdings besonders leicht. Muss ich gestehen. Gut, da haben wir das mit dem Bubutuble. Ich komme da immer noch nicht drüber. So, Aufträge. Da haben wir das erledigt. Dann hätten wir jetzt als nächstes noch... Wo sind denn meine... Hier, Biscuit retten. Genau, und Biscuit retten wir dann aber in der nächsten Folge. Ich muss jetzt hier erstmal den Bubutubler verdauen. So, dann bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.